Hallöchen, hier ist der Chomp. Heute spielen wir mal ein bisschen Carpe Diem. Gott, die Mucke macht mich fertig. Ich mach mein Headset ein bisschen leiser. Oh. Heute spielen wir Carpe Diem. Das ist, was ist das eigentlich? Ja, auch so ein Story-Spiel, wo man halt Sachen anklicken muss und dann je nachdem, wie man sich verhält, also die Entscheidungen haben halt Auswirkungen auf das weitere Spielverhalten. So ein bisschen wie bei Emily is Away, wo man dafür sorgen muss, denke ich mal, dass die Emily einen mag oder sich in einen verliebt und dann später, dass man mit der zusammenkommt. Hier ist es natürlich ein bisschen anders. Hier ist man mit einem Mädel unterwegs und muss ihr ja irgendwie den Tag versüßen oder irgendwie sowas in der Art. Ich klicke mal kurz auf Preferences. Was ist das? Aha, Joystick brauche ich nicht. Hier, wir machen es auf. Auch hier gibt es auch Deutsch. Dann machen wir es auf Deutsch. Jetzt weiß ich aber nicht, ob nur der Text hier auf Deutsch ist oder das ganze Spiel dann. Auto Vorwärtszeit. Gut, das machen wir alles mal. Überspringen, stoppen. Lassen wir alles so. Was sind Einstellungen? Achso, da bin ich gerade drauf. Okay, zurück. Ich würde sagen, wir fangen an. Sie ist spät dran. Okay. Scheint wohl ein japanisches Spiel zu sein. Jung und Ei. Ich glaube, die andere heißt Ei. Okay, man muss immer klicken, damit es weitergeht hier. Ich hatte in letzter Zeit eigentlich Probleme, konnte ich mit... Ich lese das jetzt nicht alles vor. Ich meine, der Text ist ja alles nachvollziehbar hier. Aber es ist nur vorübergehend. Ich weiß nicht, wie lange es anhält. Hey, Jung! Ja, du hast mich warten lassen. Nicht wirklich, ja. Oh, halbe Stunde, mein Gott. Aha, ich bin also ein Junge. Das wusste ich vorher nicht. Okay, die Übersetzung ist sehr steif irgendwie. Ich glaube, auf Englisch wäre es ein bisschen unterhaltsamer. Gut, ihr könnt ja auch auf Englisch dann spielen. Ist ja euch überlassen. Oder auf Russisch oder was ihr noch alles für Sprachen beherrscht. Wohin wollen wir gehen? Einkaufszentrum, Park, Spielhalle. Ja, Spielhalle. Ah, die Zeiten sind vorbei. Park? Komm, lass uns Einkaufszentrum gehen erstmal. Tja, nun habe ich es aber gemacht. Ja, heute gehen wir mal zusammen einkaufen. Ich brauche wirklich etwas. Ich wusste noch gar nicht, dass ich was brauche. Hahaha, Junge, du bist witzig. Hallo? Was ist denn daran pervers, wenn man jemanden mit dem und auf den Mund klickt, damit er ruhig ist? Hä? Ich frage mich, ist das jetzt für Kinder oder ist das so für Erwachsene? Normalerweise will ich irgendwie eine solche vermeiden. Gut, ich mache eine Ausnahme. Sie haben viele Angebote. Okay. Ah, schon eher wie so ein Text-Adventure hier, so ein bisschen mit ein bisschen Bildern. Sie nimmt ein weißes Kleid mit Blumenverzierung auf der unteren Hälfte. Okay, das muss ich wohl sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Das sieht aus wie der Lappen davor. Das ist ja genau dasselbe. Aha. Ich finde es süß. Nee, ist super. Jetzt kauf den Lappen und gut ist. Ich glaube, das ist... Ich werde es nehmen, dann nimm es. Ich glaube, das ist eher so ein Spiel für Mädels, die so auf Anime stehen und so. So im pubertären Alter so.
Pubertierenden Alter, das ist das Richtige. Pubertären Alter oder pubertierenden Alter. Dann bezahl es. Okay, also hier ist nicht viel Animation offensichtlich. Vor allen Dingen sieht man ja auch gar nichts hier. Ein Shirt mit Spinnendruck. Naja, gratis nimmt man es mit, ne? Ich gehe in ein Computergeschäft. Ja, lass uns auch mal hier grafisch irgendwas zeigen. Achso, ich programmiere wohl irgendwas. Ja, typisch japanisch halt, ne? Japanische Männer programmieren ständig und die Weiber gucken nur nach Klamotten. Tja, Computerteile kann man auch schlecht einfach in den Geschäften ausprobieren. Frauen. Gut, schauen wir uns an. Mein Gott, was für ein Kack. Nimm sie ruhig alle, solange du das Geld dafür hast. Ne? Lass, ich dachte, du bezahlst. Träum weiter. Wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich wollte fast genau denselben Satz sagen. Also, anders als Emily's Away, wo man auch selber irgendwie den Text eingibt, beziehungsweise zumindest die Sätze aussucht, ist hier alles schon vorgegeben oder viel vorgegeben. Um dafür zu bezahlen, ja, Jesus. Wird ein bisschen langatmig irgendwie hier. Jetzt habe ich es aber gemacht, so, und jetzt ab in die Kiste. Büchergeschäft. Das ist eine Weile hier bleiben. Jetzt frage ich mich, wenn ich woanders hingegangen wäre, ist das dann, wäre das dann auch so verlaufen? Die will für mich kochen. Bœuf bourguignon? Ja, das hätte ich mir auch selber draußen machen können dann. So, kochen für Anfänger. So Nudeln mit Tomatensauce und so. So. Es wäre schön, wenn man die Sachen auch sehen würde, wo man sich gerade hinbegibt. Und jetzt verschwindet sie einfach und dann, ja, gibt es jetzt auch was zu essen hier. Okay, jetzt haben wir Sushi, Maki und so. Ich werde das alles essen lassen. Dich das alles essen. Ich will dich dick. Also in 5 Minuten wirklich viel Essen zu essen, ist ja ziemlich dusselig, weil dann hätte man auch gar nichts essen brauchen. Oder irgendwas, was eigentlich komplett geschmacklos ist, irgendwie Haferbrei und umgewürzt oder so.
Jetzt ab in die Spielhalle. Ich kann hier nichts anklicken. Ich kann hier nicht selber irgendwas machen, außer dass hier die ganze Zeit Text steht. Im Prinzip ist es eine Geschichte, wo ich nur ständig klicken muss, damit der Text weitergeht. Was hat die mit ihren Spinnen? Warte, lass mich, ich will es selbst machen. Aha, selbst machen, ja? Ha, ha, ha. Mein Gott, passiert ja auch noch mal was in dem Spiel. Ah.